Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, wir versuchen heute YouTuber anhand von Kinderfotos zu erraten. Ich habe das Ganze schon mal früher auf meinem Hauptkanal gemacht. Bin das vielleicht ich? 20 Sekunden später. Nein! Und ich dachte, ich wäre das gewesen. Hat nicht so gut geklappt. Vielleicht klappt es heute besser. Übrigens, falls ihr im Hintergrund die ganze Zeit irgendwas mit Geschenkpapier hört, Peyton packt Geschenke ein. Nummer uno, meine lieben Freunde. Das ist, oh mein Gott, das ist Tanzverbot, ne? Ey, das Bild hat noch nicht mal richtig zu Ende geladen, weil das doch so ein bisschen blass ist, aber das ist einfach Tanzverbot. Wie sah der denn aus? Okay, ist jetzt natürlich doof zu sagen, wie sah der denn aus, weil er hat sich absolut gar nicht verändert. Aber er sieht halt deutlich jünger aus. Schaut mal jetzt. Ach, guck mal, das geht sogar so rüber. Okay, das ist krass gemacht. Oh mein Gott, nee, es ist auch ein bisschen gruselig gemacht. Ey, das ist gut gemacht, aber auch, wie gesagt, ein bisschen gruselig. Ich bin halt gespannt, ob ich hier mit drin bin, ne? Boah, keine Ahnung. Ey, die Frage ist, ob das nur deutsche YouTuber sind oder auch noch amerikanische oder generell YouTuber aus dem Ausland. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich würde tippen. Nee, ich dachte gerade Unge, aber das macht gar keinen Sinn. What? Ich dachte halt, weil man Unge nur mit diesen extrem langen Haaren kennt, dass er halt früher... Ach Gott. Ja, okay, da hätte man drauf kommen können. Ich dachte halt, weil man Unge nur mit diesen extrem langen Haaren kennt, gibt es ihn bestimmt auch mal irgendwann mit anderen Haaren. Boah, Dagi Bee, würde ich sagen. Ich glaube, das ist Dagi Bee, weil man hat auch an der Hand gesehen, das ist ein Nagel. Ja, das ist hundertprozentig Dagi Bee. Ja, das ist Dagi Bee. Weil das ist wohl jemand fotografiert hat, der ein Mädchen ist. Ja, guck mal, Dagi Bee. Ab jetzt, Ansage, alles richtig, chilliger Blick, Dagi. Nummer 4. Ich bin gespannt, wer kommt. Das ist, boah, ist das Monte? Das könnte Monte sein, ne? So ein bisschen der Blick und dieser Topschnitt. Also den hat er jetzt nicht mehr, aber... Ich glaube, das wird Monte sein. Das ist... Oh, guck mal. Ey, ich finde das ganz gruselig. Es ist Monte, ja, aber... Was ist denn das für ein Bild da rechts? Alter, der sieht da aus, als wäre er 70. Nummer 5. Das wäre so krass, wenn ich mit drin bin. Wer ist das? Ich kenne halt nur Bibi und Dagi als deutsche YouTuber. Und sie hat da ein T-Shirt mit Mallorca an, deswegen würde ich das einfach sagen. Bibi? Die haben auch ein Haus da. Vielleicht schon früher wegen Malle. Oder Kelly? Nee. Das ist... Reeved. Boah, ich habe auf jeden Fall ihr Gesicht schon mal gesehen, aber der Name sagt mir gerade gar nichts. Wahrscheinlich kennt die wieder jeder. Und ich kriege unnormal viel Hate in den Kommentaren. Egal, Nummer 6. Rezo? Oh mein Gott, ich dachte gerade, der hätte auch schon früher blaue Haare. Was ist eine Krone oder so? Und auch hier sehen wir, dass das mit Rezo stimmt. Ey, krass. Einfach auch wild mit einer blauen Dings oben drauf in den Haaren. Okay, krass. Also man konnte bisher jede Person erraten. Hier, Joey's Jungle. Oh mein Gott, ey, das, die haben sich ja alle überhaupt nicht verändert. Ich finde das generell so unfassbar irre, dass einfach man schon einem zweijährigen Kind oder so die Züge von den Eltern dann ansehen kann, von dem Vater oder von der Mutter. Das ist wirklich verrückt. Hier, boah, das ist Bibi. Ich glaube, das ist Bibi. Das ist der, die wollen mich jetzt tricksen. Das ist, das muss Bibi sein. Man denkt, es ist... Ey, Simon! Und Bibi! No front, aber es gab hier auf jeden Fall die ein oder andere Ähnlichkeit. Nummer 9. Ey, ich weiß nicht, wie viele YouTuber wir haben. Und ich habe auch hier absolut gar keinen Plan, wer das sein soll. Wirklich nicht. Das muss schon eine etwas ältere Person sein, weil er war schon alt, als das Foto aber noch schlimm aussah, von der Qualität her so mäßig. Und wir haben hier Knossi. Ja, okay, das macht ja dann aber Sinn. Weil ich dachte, das Foto, das sieht so aus, als wäre das von 1990, aber er ist schon erwachsen so mäßig. Nummer 10. Ich glaube, das ist ja erst Halbzeit. Ich glaube, wir haben 20 Stück. Boah. Absolut keine Ahnung. Kenne ich nicht. Hundertprozentig. Auch jetzt in Erwachsenenform werde ich die Person definitiv nicht kennen. Au. Oh, doch, wenn man es jetzt so anguckt. Ey, Leute, ich habe mit Maxify sogar schon ein Video aufgenommen. Liebe Grüße und Entschuldigung. Bei der Nummer 11 haben wir... Boah, ich würde sagen Julian Bam.
Aber das ist ja kein Kinderfoto. Die Person ist ja safe über 18 auf dem Bild. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann Julian Bam, ja. Und es ist... Es ist... Wer ist das? Ach, Mirko von Mr. Wissen to Go. Bro! Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ich finde solche Videos so geisteskrank unterhaltsam. Also für mich selbst. Für die Leute, die es... Ich habe einfach den Namen vergessen. Nein. Also näher kann man ja nicht dran sein eigentlich. Ja. Kein bisschen verändert, aber ich habe den Namen... Ich bin der losteste Mensch der Welt. Ich weiß halt nicht, ob das für Zuschauer auch unterhaltsam ist, aber für mich selbst, das alles hier zu erraten und rauszufinden, macht unfassbar viel Spaß. Ich glaube, dass das hier tatsächlich ein Typ ist. Ich weiß aber auch nicht, wer. What? Ey. Bibi. Zuerst dachte ich, du wärst Unge und jetzt dachte ich, sie wäre ein Typ, weil die Gesichtszüge hier, wenn man sich nur das anguckt, ne, dann würde ich eher sagen, das ist ein Typ. Ganz liebe Grüße an Patrick. Der Nachname muss zensiert werden. Wenn du es irgendwie sehen solltest, er sieht genau so aus. Ich guck mal, ob ich ein Foto von ihm habe. Nur wenige Minuten später. Nee. Müsste ich mir wahrscheinlich jetzt wieder Facebook für runterladen oder so, aber es ist ein ehemaliger Schulkollege von mir, er sieht 1:1 so aus wie dieser Ausschnitt. Nummer 14. Ey, ich muss jetzt ein bisschen was rausreißen hier wieder. Boah, das ist Julian Bam jetzt. Das müsste Julian Bam sein, glaube ich. So die Haare, das sieht man schon, gute Haare, dies, das, freshes Outfit, bla bla bla. Das ist Paluten! Oh mein Gott, das hätte ich nie erkannt. No front, aber er sieht einfach hier älter aus als hier. Und sehr schöner Blick auch übrigens, Palle. Nummer 15, meine lieben Freunde. Drei Viertel des Videos haben wir geschafft. Oh mein Gott, ist das Taddel? Ich weiß es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. So sah jedes blonde Kind früher aus. Von mir gibt es Bilder, ich sehe wahrscheinlich 1:1 genauso aus als Kind. Guck mal, die Veränderung ist halt krass, ne? Uff. Aber ich war richtig. Das ist Julian Bam. Ich sag das gerade zum vierten Mal oder so, aber das muss Julian Bam sein. Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Ich hab's schon häufig gesagt, aber es ist Julian, ja, das sieht man jetzt schon. Das sieht man allein an den Augen. Ey, ich habe ja auch damals mal so ein Video gemacht, wo ich nur anhand der Augen versucht habe, einen YouTuber zu erraten. Und das kriegt man einfacher hin als anhand von Kinderfotos. Naja, stimmt nicht so ganz. Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich würde sagen, Ich wollte gerade Katja sagen. Genau, genau. Nummer 17. Ey, ich bin gespannt. Sag mal, bin das ich? Ey, warte mal ganz kurz. Ich schwör's, ich glaube, das bin ich. Da hier, zoom mal im Schnitt einmal hier drauf krass ran, was ich euch hier gerade zeige, also auf mich. Und dann zeigt nur das Bild vom Video jetzt gerade. Also, das ist aus meinem Buch. Hallo, mein Name ist Luca. Ne, wo ganz viel Krams über mich drin steht. Ich weiß nicht, ob man das noch kaufen kann. Ich glaube schon bei Amazon irgendwo. Aber das bin, glaube ich, ich. Ich kenne dieses Bild nicht. Aber ich hatte auch so eine Mütze. Das sind nicht die echten Haare. Das ist so eine Mütze, wo die Haare so vorne quasi dran sind. Ich meine, Lukas, ich, Vive, ist jetzt nah beieinander. Würde ich jetzt nicht so krass abstellen, dass ich jetzt hier gesagt wird, Luca kann sich selbst nicht erraten. Keine Ahnung, Ed Sheeran? Ich weiß nicht, ob man solche Leute jetzt auch als YouTuber nimmt. Es ist Varion. Das ist Varion. Boah, ne. Da wäre ich niemals drauf kommen. Nummer 19. Ey, wir haben nur noch zwei YouTuber, um ein Foto von... Korrekt! Korrekt! Bei allen wird so ein schönes Bild genommen. Bei mir? Ich gucke, als wäre ich vom Teufel besessen. Sorry, aber was soll denn das? Wie heißt der Kanal? High Clips. Ja, ich sehe auch so drauf aus, als wäre ich high. Boah, ich hoffe für euch, dass ihr wenigstens jetzt ein... Wahnsinn! Ey, ihr kriegst Albträume von. Ich hoffe, dass ihr wenigstens jetzt ein schönes Bild von mir genommen habt, wie ich da aussehe. Ach, perfekt, Digga. Das ist ein Video, was ich gemacht habe, wo ich damals, glaube ich, gesagt habe, mein YouTube-Kanal wurde gesperrt oder irgend so ein Krams, Alter. Hier sehe ich aus wie Teufel und hier sehe ich aus, als hätte ich... Wäre mir gerade aufgefallen, wie ich früher aussah. Letzte Person, Das ist nicht KuchenTV, oder? Oder ist das KuchenTV?
wenn das Kuchen-TV ist, dann wirklich mach Video zu Ende. Weil das ist noch schlimmer als mein Foto damals. Das hat er auch selbst gemacht. Ich wäre ja auf Lachkick-Basis. Ach, guck mal, es ist wirklich Kuchen-TV. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder.